Carpe Diem, der Podcast für ein gutes Leben. Niki Löwenstein und Holger Potje, jede Woche abwechselnd im Gespräch mit inspirierenden Menschen. Welche Rolle spielt ein bewusster Lifestyle für Sie? Woraus schöpfen Sie Kraft? Über Ernährung, Bewegung, Bewusstsein und Erholung. Wie finden Sie die richtige Balance im Leben? Woran sind Sie gescheitert? Und wie sind Sie wieder aufgestanden? Wie gelingt Ihnen das? Was für Sie persönlich ein gutes Leben ausmacht. Carpe Diem, der Podcast zum Carpe Diem Magazin. Heute mit Johanna Pirker, ihres Zeichens Professorin für Game Design an der LMU München. Diesmal ein Hinweis in eigener Sache. Wir haben die Winterpause genutzt und an etwas Neuem gebastelt, mit dem wir euch erfreuen wollen. Satt und selig. Carpe Diem Kochgeschichten. Ein neues Podcast-Format aus dem Carpe Diem-Universum, in dem Carpe Diem-Host Holger gemeinsam mit einem tollen Koch oder einer tollen Köchin in die Welt der Kulinarik abtaucht. Hören wir doch mal kurz rein. Wir sind hier bei der allerersten Session und ich darf bei unserem Piloten gleich einen Meisterkoch beim Zaubern über die Schulter schauen. Er stand übrigens auf Platz 1 meiner Wunschliste. Eddie Diemant, Co-Founder und Küchenchef von Mochi Wien, die erste Adresse in Sachen Mix aus traditioneller japanischer Küche, vereint mit europäischen und internationalen Einflüssen. Servus Eddie. Hallo. Wir sind hier in einer besonderen Location, wir sind in Kobo, einer Kochwerkstatt. Staffel 1 von Satt und Selig, die Carpe Diem Kochgeschichten, startet im März 2023. Kommt an Bord und schwingt mit uns gemeinsam die Kochlöffel. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Carpe Diem. Wir melden uns heute aus München-Schwabing. Da hat unser heutiger Gast an der Ludwig-Maximilians-Universität München momentan eine Professur für Medieninformatik. Und ich freue mich wahnsinnig, dass es jetzt geklappt hat, dass wir miteinander plaudern. Ich sage einmal nur Ready Player One, Johanna. Mhm. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Und Ready Player One ist natürlich ein ganz tolles Buch. Mhm. Mittlerweile gibt es auch einen Film, kann man dazu sagen, gell? Ja, ich unterstreiche mal Buch, weil das Buch schon richtig toll ist. Der Film ist auch toll, aber das Buch ist toller. Ja, ist noch toller. Johanna, der Grund, warum wir heute hier sitzen, ist, du bist unter anderem Game Designerin und lebst ganz viele Zeit deines Lebens mit Spielen und mit Spielentwicklung. Und wir haben uns gedacht, wir machen mal eine Folge zum Thema Spielend lernen oder wie wir mit Spielen oder mit Games die Welt begreifen können. Ich bin jetzt jedes Mal bei Games und egal, das ist eine andere Geschichte. Wir sprechen das komisch aus, habe ich gehört. Die Österreicher sprechen Games so aus, als würde es wie Gene klingen. Aber ich schneide das jetzt sowieso raus, du bist total safe. Ich höre mich nur von der Mühle vorhin, das fällt mir jetzt gerade wieder ein. Ich denke so, scheiße, soll ich jetzt gerade Game oder Game? Sagst du mal Game bitte rein? Game. Oh. Ich mache einfach weiter. Mach gar nichts. Johanna, magst du uns gleich am Anfang mal ein bisschen was zu dir erzählen? Das würde ich kennenlernen. Du bist heute Professorin und zwar noch ziemlich jung. Ich glaube, du bist jetzt 33, 32? 34. Okay, du schaust viel, viel jünger aus, aber du bist wahnsinnig... Wie 33, das ist aber nett, dankeschön. Moment, ich hatte 32 auch noch mit. Nein, aber du bist tatsächlich für dein Alter wahnsinnig gut schon unterwegs im wissenschaftlichen Bereich. Du warst im Forbes Magazine 30 unter 30 im Jahr 2018. Also du hast schon wahnsinnig viel erreicht. Und ich würde gerne wissen, wie warst du als junger Mensch? Wie warst du, wie du Kind warst? Mhm. Und wann hast du deine Liebe zu Spielen entdeckt? Das ist recht leicht zu beantworten. Also das ist eine der ersten Erinnerungen, die ich überhaupt habe. Da war ich wahrscheinlich, keine Ahnung, 2, 3, 4 Jahre alt. Und da bin ich am PC von meinem Vater gesessen und kann mich erinnern, ich habe noch nicht lesen oder schreiben können, aber ich habe gewusst, was ich auf der DOS-Maschine von meinem Vater eintippen muss, dass mein Lieblingsspiel startet. Das war damals Prince of Persia, vielleicht kennen das noch ein paar. Aber das war irgendwie so voll die nette Erinnerung. Und ja, diese bunten Welten waren dann gleich da. Und das hat mich halt immer begleitet. Und wenn ich es nachträglich nachdenke, ist es halt ein bisschen eine lustige, seltsame Entwicklung auch. Also das war halt der Prinz, der die Prinzessin rettet. Und danach mein nächstes Lieblingsspiel war Zelda. Mhm. Wieder jemand, der die Prinzessin retten wird. Wir erkennen ein Muster. Super Mario, sogar der Klempner rettet die Prinzessin. Also das war dann, glaube ich, auch schon prägend. Also ich habe dann sehr viele Prinzessinnen gerettet in meiner Kindheit.
habe das eigentlich total, ja, und irgendwie nachträglich auch vielleicht inspirierend gefunden, dass, hey, vielleicht ist das crazy thought, ist ja dieser verrückte Gedanke, was wäre, wenn einmal eine Prinzessin den Prinzen retten würde? Stimmt, total. Du bist voll am Punkt. Ich muss jetzt gleich ganz, ganz viele Nachträge machen. Dein Papa ist in einer DOS-Maschine gesessen. DOS ist eine Programmiersprache. Das war das Betriebssystem. Ein Betriebssystem war DOS. Genau, das waren diese, wo man sich vorstellt, okay, dieser schwarze Bildschirm und man hat noch keine Oberfläche gehabt. Also Windows hat ja quasi diese grafischen Oberflächen, das haben wir damals nicht gehabt. Das heißt, um ein Programm zu starten oder irgendwas zu tun, hat man das alles eintippen müssen. Also wirklich mit Text eintippen, Start Program, bla bla bla. Und das waren halt so meine ersten Erinnerungen. Das heißt aber, dein Papa, wenn er auf einer DOS-Maschine gearbeitet hat, ist er auch Programmierer gewesen oder in der Richtung unterwegs? Oder? Nein, gar nicht. Also er war Trafikant. Er hat eine... Das war schon wieder österreichisch, Entschuldigung. Das ist ja österreichisch, ja. Okay. Der war Trafikant, ja? Ja, genau. Und also hat er da Trafik aber geführt. Hat sich interessiert für Computer und... War immer der Technik sehr nahe. Ah, ja. Hat sich immer interessiert für die Computer und hat dann auch versucht, wo noch ganz wenig eigentlich auf Computern funktioniert hat, also auch die Kassensysteme etc., haben sie dann schon sehr früh versucht, gemeinsam mit einem Kollegen da kleine Programme dafür zu entwickeln. Und das ist eigentlich schon spannend, ja. Und deine Mama? Ist Lehrerin. Ah, okay. Für deutsche Geschichte. Ja, okay, aber das passt dann ganz gut, glaube ich. Für unsere deutschen Hörerinnen und Hörer, Johanna, die nächste Erklärung. Ich glaube, es wird ein ganzer Podcast mit Erklärungen voll. Trafikant, Trafikantin ist bei uns in Österreich tatsächlich? Ich glaube, man kann es am ehesten Trafik mit einem Kiosk vergleichen. Also Kiosk wahrscheinlich, Kioskbetreiber. Ja, okay. Also man kriegt Zeitschriften. Zeitschriften und Zigaretten, genau. Und Lotto. Und Lotto, stimmt. Du hast gesagt, Prince of Persia war dein erstes Spiel praktisch, das du als Kind gespielt hast. Das war 1989, wenn ich es richtig recherchiert habe. Und hast du den dann, du hast gesagt, Prinzessin retten war so das Thema. Der war ja damals relativ beliebt, kann ich mich erinnern, weil zum ersten Mal sowas wie die Action-Sequenzen ziemlich genial umgesetzt waren, wenn ich mich richtig erinnere. Also lustigerweise, da habe ich schon mal ein Gespräch mit einem Kollegen gehabt, in meiner Fantasie hat es einen Cheat gegeben, wo man eintragen musste oder konnte, dass Bluteffekte da sind oder nicht. Also diese Action-Sequenzen, ja. Okay. Also dass da auch noch, wenn man gestorben ist, dass da so eine kleine Mini-Blutlacke war. Aber mir ist schon erzählt worden, dass das gar nicht stimmt, dass das eine von diesen falschen Memories ist, die es ja gibt. Ja, ja. Und dass es da eigentlich sowas nie gegeben hat. Aber es war doch ein sehr actionreiches Spiel. Man hat springen können und eben, wenn man falsch gesprungen ist, ist man halt runtergefallen. Und genau, es war so Jump-and-Run-Klassiker in weit Plattform. Richtig, ja. Genau, die Grafiken sind, glaube ich, immer besser und es gab dann, glaube ich, zig Fortsetzungen. Ja, es gab dann ja auch Sense of Times, vor kurzem, aber das ist, glaube ich, das eines der neuesten gewesen, wirklich mit modernen Grafiken und auch einer neuen Spielemechanik, also dass man diese Zeit manipulieren kann. Und das ist eigentlich auch ganz spannend, wenn man sich die Geschichte davon anschaut, weil das war ein bisschen auch der Vorreiter von Assassin's Creed. Das heißt, die gleiche Person, die dann Assassin's Creed auch entworfen hat, hat dann dieses Sense of Time gemacht. Also wir werden, glaube ich, in dieser Stunde ganz, ganz viele Computerspielnamen hören. Es ist part of the game. Ist voll okay. Genau, 2010 kam dann ein Film dazu, Jake Gyllenhaal. Kann ich mich erinnern, der ist gefloppt im Gegensatz zu den Spielen. Habe ich nicht gesehen, ja, aber gehört, dass er nicht so erfolgreich war. Das ist passiert aber öfters mit Adaptierungen von Spielen. Also irgendwie in die andere Richtung hat es besser funktioniert, dass Spiele zu den Filmen relativ erfolgreich waren. Aber stimmt, ja. Umgekehrt ein bisschen schwieriger. In letzter Zeit hat es gute Netflix-Produktionen gegeben, die, glaube ich, recht erfolgreich waren. Oder The Last of Us ist jetzt gerade ganz gut. Läuft, glaube ich, jetzt gerade, genau. Soll super sein. Ja, ja, vielleicht hat man auch lernen müssen, die Sprache umzusetzen richtig und die Dramaturgie von Spielen, weil es doch anders funktioniert. Ja, in meiner Spiel ist halt immer das Sein drauf, dass ich selbst eigentlich diese Entscheidungen treffe, dass ich selbst die Protagonistin bin. Und wenn das dann in einem Filmformat, da kann die Story noch so spannend sein, es funktioniert oft nicht. Es funktioniert einfach oft nicht, weil dann doch diese Entscheidungen fehlen oder dass ich diese Rolle einnehmen kann. Und davon lebt halt das Videospiel. Apropos Rolle einnehmen, die kleine Johanna, was war denn ihr erster Berufswunsch? Oder wie alt warst du, bis du zum ersten Mal gewusst hast, okay,
jetzt, okay, Prinzessin ist cool, aber vielleicht möchte ich noch was anderes werden? Oder wolltest du immer Prinzessin werden, die den Prinzen rettet? Das mit den Berufswünschen ist eigentlich ganz schwierig. Also das war für mich extrem unklar. Und ich finde auch irgendwie so diese Herangehensweise, dass man Kinder fragt, was möchtest du werden, wenn du fertig bist? Weil ja, ich möchte Professorin für Medieninformatik an der LMU sein, wenn ich Mitte 30 bin. Ist ein bisschen schwierig, sondern man sollte da immer fragen, was tust du gern? Mhm. Und bei mir war das halt immer, also ich wollte immer kreativ arbeiten, ich wollte aber dieses Rätsel lösen und ein bisschen herumforschen und Sachen herausfinden, das hat mir Spaß gemacht. Und das ist jetzt eigentlich genau das, was ich jetzt tue. Und von den Berufswünschen, also ich war auf jeden Fall immer auch sehr, sehr unschlüssig. Ich habe mich für unterschiedliche Sachen interessiert, also für Musik, für Sport, für Psychologie. Aber ich meine, Informatik, ich bin selbst in ein Gymnasium gegangen. In Deutschland wäre das auch ein Gymnasium, glaube ich. Okay. Ich versuche schon on the fly ein bisschen zu übersetzen. Jetzt, wir müssen sagen, im Vorgespräch haben wir festgestellt, dass österreichische Witze und Gags bei vortragenden Professorinnen in München nicht immer funktionieren. Das müssen wir zur Erklärung vielleicht mitschicken. Das heißt, es gibt da scheinbar Gag-Barrieren und Sprachbarrieren. Es gibt, glaube ich, ein paar Sprachbarrieren ab und zu. Das heißt, es geht sich nicht aus, zum Beispiel. Das ist, glaube ich, was sehr typisch ist für Österreichisch versus Deutsch. Naja, aber jetzt zurück zum Thema. Also als ich ins Gymnasium gegangen bin, habe ich einfach wirklich nicht gewusst, was ich nachher machen möchte. Und die Informatik, also ich habe glücklicherweise eben schon relativ früh Zugang zum Computer gehabt, aber ich habe jetzt nicht wirklich einen großen Fokus auf Informatikausbildung gehabt. Das heißt, du bist in Graz aufs Gymnasium gegangen und warst aber jetzt nicht, also ich stelle mir das dann immer so vor, du bist mit 12 Jahren, findest du dann irgendein Spiel total lässig, fangst dann selber zu programmieren, bringst dir die Sprache bei. Mm-mm. Ich weiß gar nicht, was es jetzt im Moment ist. Früher war es halt Basic und Pascal. Und ja, ich habe dann schon kleine Homepages programmiert, oder programmiert ist also übertrieben gesagt, aber bastelt. Mhm. Das war irgendwie so das Kreative. Und Visual Basic haben wir dann auch in der Schule ein bisschen angeschaut. Damit habe ich dann sehr viel in meiner Freizeit auch ein bisschen gearbeitet, aber das würde ich jetzt noch nicht als klassisches Programmieren bezeichnen. Aber bist du mathematisch gut? Ist das in der Schule nicht, nein. In der Schule war ich gar nicht gut, also mittelgut im mathematischen Bereich, aber wäre sicher nicht, hätte niemand zu meinen Talenten zählt. Aber interessanterweise ein Jahr ins Studium und plötzlich habe ich selbst Nachhilfe gegeben für Matura-Klassen. Lag es am Lehrer oder an der Lehrerin? Oder? Das möchte ich jetzt da nicht. Okay. keine Vermutungen geben. Aber, oder ist irgendwie der Knopf aufgegangen auf einmal? Ich glaube, dass das, was im universitären Umfeld dann schon schön war, ich meine, erstens, das Level, bei dem man ansetzt, ist gleich automatisch viel höher und vor allem, man hat diese Anwendungszwecke. Mhm. Es ist zwar total nett, manchmal in den Schulbüchern, wie versucht wird, das mit Pizzastücken etc. zu erklären, aber in Wirklichkeit, wenn man dann für das eigene Fach sieht, wie das verwendet werden muss, verwendet werden kann, dann ist es, glaube ich, auch viel motivierender, das zu lernen. Und ich habe dann selbst auch Nachhilfe gespielt mit meinen Nachhilfeschülerinnen, also ich habe hauptsächlich Schülerinnen gehabt. Habe ich dann auch Karten gespielt zum Beispiel und wir haben dann on the fly die Wahrscheinlichkeiten berechnet und damit man wirklich immer diese realen Anwendungsszenarien sieht. Ja, und ich glaube, das war dann, wo ich mir entscheiden habe müssen, was möchte ich eigentlich studieren, war das extrem schwierig. Also das waren dann in Richtung Psychologie oder Musik oder irgendwas mit Sport und die Informatik war doch noch relativ weit weg. Weil, ja, wie gesagt, war nicht mein Fokus, hat mich ein bisschen interessiert. Aber glücklicherweise habe ich mich dann tatsächlich gegenüber allem dafür entschieden. Und habe dann eigentlich erst während dem Studium überhaupt erfahren, was das ist. Das muss man halt auch sagen. Die Informatik, wenn man Informatik hört, wissen, glaube ich, ganz viele nicht, was das ist. Und das war bei mir auch so. Also wo ich dann gefragt habe, was soll ich studieren? Also sei das jetzt bei Lehrern oder bei Familie, war einfach dieses Verständnis, was das ist und was das tut und was das kann, kaum gegeben. Das heißt, es ist viel ein bisschen Aufklärungsarbeit auch in die Richtung, was alles da drin steckt. Ich glaube, ja.
Das würde ich auf jeden Fall sagen. Wenn du es jetzt verkaufen müsstest, die Informatik, anderen Leuten, wie würdest du das beschreiben? Was kann man dann, junge Mädels, wenn die sich immer schon überlegt haben, möchte ich vielleicht Informatik studieren? Ich würde sagen, dass die Informatik total bunt ist. Mhm. Das heißt, wie gesagt, ich wollte voll gern kreativ arbeiten. Ich hätte gern gut gezeichnet oder gern gut geschrieben, aber es sind nicht meine Talente. Ich wollte halt immer meine Geschichten oder meine Ideen irgendwie in die Welt bringen, aber das waren nicht die Formate, die ich dafür nutzen habe können. Aber durchs Programmieren kann ich viel mehr. Durchs Programmieren kann ich alles, was in meinem Kopf ist, alle Gedanken anderen sichtbar machen, begehbar machen. Alle können in meinen Gedanken, also wenn man sich zum Beispiel so viel Spiel vorstellt, was ich programmiert habe, herumspazieren, Sachen verändern und weiterbauen. Und das ist richtig cool. Und das ist für mich, warum die Informatik so bunt ist. Also das ist halt für mich das absolute, der Holy Grail, der heilige Gral vom kreativen Arbeiten. Sachen begehbar machen und mit anderen gemeinsam irgendwie weiterbauen machen. Und das Nächste ist, weil ich gesagt habe, Psychologie hat mich auch voll interessiert. In meinem Team in Graz, also ich habe ein 14-köpfiges Team in Graz beim Game Lab. Genau, das müssen wir jetzt auch noch erklären. Du betreibst das Game Development Lab in Graz. Genau, Game Lab Graz, das ist eine Forschungsgruppe, wo wir Spiele erforschen und entwickeln. Das heißt immer mit Fokus auf, also wir wollen halt zeigen, dass Spiele die Welt vielleicht eine Spur besser machen können und dass die Spiele Technologien in unterschiedlichsten Bereichen Platz finden. Und das Team ist total interdisziplinär. Das heißt, da sitzen natürlich Programmierende drinnen, aber auch Kunstschaffende. Und für Spiel braucht man natürlich auch Musikerinnen, Künstlerinnen. Wir haben auch eine Soziologin im Team. Und das ist eigentlich schon total schön, so divers arbeiten zu können. Psychologie ist natürlich auch extrem wichtig. Ich finde es total nett, weil da ist genau unser Schnittpunkt auch, die Welt besser machen. Würde der Podcast hier ja auch wahnsinnig gerne kapitieren im Podcast. Wir haben gesagt, okay, wie führt man ein gutes Leben? Das ist so eine Grundmaxime, die wir haben, die Frage. Und das heißt, du gehst davon aus, dass man mit Gaming die Welt besser machen kann oder die Menschen oder die Gesellschaft verbessern kann? Ja. Auf jeden Fall begreifen kann man es, glaube ich, oder? Ich glaube auch besser machen. Okay. Magst du es mal erläutern? Also, ich meine, es gibt da unterschiedliche Ansätze, von denen wir kommen, aber ich glaube, eine der Sachen, die mir am wichtigsten sind, ist, dass ich glaube, dass man Sachen mit Videospielen lernen kann, die man mit anderen Methoden kaum oder gar nicht lernen kann oder lehren kann. Und zwar, das wäre Empathie. Mhm. Und das ist, glaube ich, etwas, was unsere Gesellschaft gerade in der heutigen Zeit sehr dringend braucht. Videospiele kämpfen mit so vielen Vorurteilen. Videospiele sind immer nur Sucht und Gewaltspiele. Aber das wäre gleich zu sagen, als wäre der Film nur Action, es gibt nur Die Hard und es gibt nur Pornos. Stimmt ja auch nicht. Also das ist genauso vielfältig von den Genres und von Typen, die wir haben. Und da gibt es halt Spiele, in denen ich einfach Erfahrungen anderer durchmachen kann. Also ein ganz klassisches Beispiel, was ich immer gern hernehme, weil das sehr visuell ist und auch sehr zeitnah, ist Path Out. Mhm. Path Out ist ein Videospiel, das ist übrigens auch eine österreichische Produktion. Du kannst gerne Werbung machen an der Stelle. Ja, not sponsored by, but ja. aber wirklich ein schönes Spiel, ja. Und es ist gratis verfügbar online. Und es geht darum, 2014 ist Abdullah Karam von Syrien nach Österreich geflohen. Und wir wissen alle, wie die Flüchtlinge bei uns aufgenommen worden sind. Das war mitteltoll. Und er erzählt halt seine Geschichte aus seiner Sicht. Und das ganze Spiel schaut eigentlich total nett aus am Anfang. Also es sind so kleine Comic-Grafiken und ich schlupfe halt in seine Haut. Also ich erlebe die Welt durch seine Augen und sehe halt unten, habe ich dieses schöne Haus gehabt und eine tolle Familie und all meine Freunde. Er war selbst noch ein Gamer, der halt seinen Gaming-PC da drin gehabt hat. Und das ist halt der Krieg gekommen. Und er wollte jetzt nicht als Wirtschaftsflüchtling irgendwo hin, sondern er wollte einfach überleben. Einfach nur überleben. Und dann ist man halt in diesem Videospiel und jedes Mal, wenn irgendeine tragische Szene kommt, zum Beispiel dieser Moment, wo er in seinem Zimmer sitzt und seine Spiele spielt
Und dann heißt es, wir müssen fliehen, sieht man von dieser kleinen 2D-Comic-Welt plötzlich ein Pop-up in Richtung Realvideo von ihm, wie er dann seine Geschichte erzählt. Hey, ja, also eigentlich war ich auch nur ein Gamer und wollte einfach nur meine Spiele spielen und in die Schule gehen und schade. Und dann dann spielt man halt, also erfahrt man halt auch diese Fluchterfahrung, wie er dann auch durch die Wälder läuft und einfach versucht, nicht gefunden zu werden. Und als ich das Spiel gespielt habe, laufe ich plötzlich, merke ich schon von der Stimmung her, es wird düsterer, die Musik verändert sich und ich laufe halt in diesem Wald. Und plötzlich läuft irgendein Soldat auf mich zu und sagt, was tust du da? Und er schießt mich. Und in dem Moment kommt halt Game Over und ein Realvideo von Abdullah, der sagt, ja, okay, naja, tut mir leid, also wenn ich so ungeschickt wäre im realen Leben wie du in diesem Computerspiel, wäre ich im realen Leben jetzt wirklich tot. Mhm. Und das sind halt Erfahrungen, diese in eine andere Haut schlüpfen, einfach diese Welt durch andere Augen zu begreifen, die ich extrem wichtig finde. Vielleicht darf ich auch ein zweites Beispiel geben. Unbedingt, unbedingt. Das wäre das War of Mine. Mhm. Das ist ein Kriegsspiel. Und wenn man Kriegsspiel im Gaming-Kontext hört, glauben ja alle sofort, hey, ich bin wieder ein amerikanischer Soldat, der die Welt vor Terroristen befreit. Und in This War of Mine ist es aber genau das Gegenteil. Also man ist auf der anderen Seite vom Krieg als Zivilist. Mhm. Und als ich das Spiel gespielt habe, habe ich einen männlichen Charakter gespielt und man ist einfach in diesem Bunker. Und ich war mit meiner Frau in diesem Bunker. Und wir hätten eigentlich nur überleben müssen. Was heißt überleben? Im Bunker sicher bleiben, wenn es geht, nicht rausgehen und Wasser und Essen haben. Ein bisschen warm soll es sein. Und wenn jemand krank ist, braucht man Medikamente. Gut, läuft soweit so gut. Aber plötzlich ist meine Frau krank geworden. Und ich habe gewusst, sie braucht diesen speziellen Medikamente, weil sonst wird sie sterben. Was mache ich also? Ich bin halt aus diesem Bunker raus und in die Kriegszone und habe halt irgendwo versucht, in anderen Häusern Medikamente zu finden und eigentlich zu plündern. Und damit ich das Leben von meiner Frau retten kann. Habe aber nichts gefunden. Und nach einiger Zeit habe ich dann ein altes Ehepaar gefunden. Und die haben die Medikamente gehabt, die ich braucht hätte. Was mache ich jetzt? Also moralische Fragen. Eine moralische Frage. Das heißt, jetzt muss ich eine Entscheidung treffen. Nehme ich dem alten Ehepaar die Medikamente weg, die brauchen es aber selbst zum Überleben. Das heißt, wir wissen alle, was das für Konsequenzen hat. Und er macht diese aktive Entscheidung. Oder drehe ich mich einfach um und gehe zurück und schaue meiner Frau beim Sterben zu. Und das ist was, was halt ein Videospiel macht. Durch diese moralische Entscheidung, die ich treffen muss. Sonst kann ich nicht weiterspielen. Mhm. In einem Buch oder in einem Fernsehen, in der Dokumentation sitze ich da mit meinem Popcorn und denke, boah, so schwierige Entscheidung, gut, dass ich das nicht machen muss. In einem Videospiel muss ich diese Entscheidung mal treffen. Und dadurch denke ich, dadurch lerne ich. Dadurch kann ich mich vielleicht in andere hineinversetzen. Und das finde ich extrem mächtig bei Videospielen. Das ist der eine Faktor, den ich jetzt noch anmerken würde. Es ist ja so, du hast ja auch in Wahrheit beim Videospiel die Safe-Taste. Das heißt, du kannst Entscheidungen öfters probieren. Du kannst Situationen öfters mal durchspielen. Mhm. Und dann setzt der Lernfaktor ein. Du probierst, wie wäre es, wenn ich so löse und so weiter. Ist das dazu? Das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall auch. Aber allein, dass ich mich... In dem Fall war es keine leichte Entscheidung. Also das ist nicht so, dass ich dann sofort weiter drücke, sondern dann setze ich mal hin und überlege 2, 3, 4 Minuten. Aber du hast eine Entscheidung getroffen. Ich habe eine Entscheidung getroffen. Und ich sage aber nicht, welche. Ich habe gerade gedacht. Welche? Ja, umgekehrt. Wüsstest du, welche Entscheidung du treffen würdest? Jetzt kann ich nur schlecht aussteigen. Okay, ja, der Ton bricht. Das ist aber eine schwierige Entscheidung. Das hätte ich aber nicht so gemacht. Großartig. Ja, aber total. Es wären praktisch. Aber ist das jetzt der Durchschnitt der Spiele oder sind wir da jetzt ganz stark im Indie-Sektor, wo man sagt, okay, man beschäftigt sich mit anderen Themen und setzt anders um? This War of Mine war ein kommerziell erfolgreiches Spiel, das kann man auf jeden Fall sagen, aber ist schon eher im Indie-Bereich. Mhm. Also ich glaube schon, dass sich auch viel mehr von den sogenannten AAA-Spielen, das kann man vergleichen mit Blockbuster-Filmen, glaube ich, in die Richtung bewegen. Also da gibt es auch sehr, sehr schöne, tiefere Erfahrungen, sagen wir mal so. Aber ich finde es auch schön, dass da gerade Indie-Spiele sich in die Richtung sehr weit versuchen zu experimentieren, sich Sachen trauen.
andere Geschichten erzählen. Das sind oft sehr persönliche Geschichten, die auch erzählt werden. Absolut, also die zwei Beispiele, also gerade das erste Beispiel, es würde im Mainstream niemals funktionieren, könnte man aber in Schulklassen wahrscheinlich ganz gut einsetzen, um jetzt mal den Blickwinkel zu verändern. Wird schon, ja. Also da gibt es tatsächlich erste Projekte eben auch in Österreich, dass genau dieses Spiel auch verwendet wird, um einfach Bewusstsein zu schaffen und das an Schülerinnen weiterzubringen. Da muss man halt auch immer differenzieren, also auch das War of Mind, welche Arten von Spielen passen dann für welche Altersgruppe. Also diese Leben- oder Todentscheidungen würde ich natürlich nicht jetzt für alle Altersgruppen schon empfehlen, weil eins muss man halt auch sagen, das Gute an Spielen ist natürlich, oder auch ich gehe einen Schritt weiter, Virtuality-Erfahrungen. Das wäre noch diese Zusatzerfahrungen, dass ich dann eine Head-Mounted Display, eine Brille aufsetze. Danke, dass es du erklärst, dann brauchst ich nicht erklären. Und dann tatsächlich da eintauchen kann. Aber das ist halt nochmal dieser extra Schritt. Also wir sprechen von Immersion, dass ich das Gefühl habe, wirklich dort zu sein. Und jeder, der es ausprobiert hat, ein gutes System ausprobiert hat, glaube ich, hat das Gefühl, er ist sehr, sehr da drinnen. Richtig. Und das ist voll gut auf der einen Seite für Lernen und dass ich was ich gerade gesagt habe, dass man sich an andere Personen reinversetzen kann. Also da gibt es ja auch Erfahrungen, was bedeutet das ein Tag, das gleiche Leben, aber als schwarzer Mann zu erleben. Mhm. Oder als Frau durch eine belebte Einkaufsstraße zu gehen, vielleicht einen Rock tragen zu wollen. Das sind ganz andere Varianten von das Leben nochmal erfahren und begreifen. Und das ermöglicht Virtuality. Und das ist gut auf der einen Seite, aber kann natürlich auch dadurch, dass ich wirklich glaube, diese Erfahrung zu machen, zu realen Traumata führen. Total. Also zwei Beiträge zu dem Ding. Ich war einmal eingeladen in Belfast auf eine Game of Thrones Event-Ausstellung. Und da gab es Virtual Reality in dem Sinn, dass man die Mauer hochfahren kann. Also jeder, das kennt, Fantasy-Serie. Genau, und da gibt es die Mauer zum Norden und die ist aus Eis und riesig und man kann hochfahren. Und da bist du halt wirklich so in einen Cage, in so einen Holzcage reingestiegen, hast dir die Brille aufgesetzt und fahrst dann hoch. Und wir wurden dann von Wildlingen beschossen, kann ich mich erinnern. Und ich habe mich geduckt, weil es für mich surreal war. Und das Ding war, ich war dann später nochmal bei einem anderen, da war für Stranger Things ein Event. Und da gab es auch, da waren wir dann in der Hütte, also Stranger Things ist auch wieder Fantasy-Serie von Netflix, glaube ich, relativ bekannt. Und man musste die Hütte praktisch durchsuchen und ist durch die Räume gegangen und dann ist halt irgendwann das Monster, kann ich mich erinnern, aufgedacht. Und ich bin aber wirklich erst wieder raus aus dem Ding, wie mir jemand auf die Schulter geklopft hat. Und das war mega schwierig, dann wieder in die Welt zu wechseln, interessanterweise, weil man tatsächlich immersive so sehr drinnen ist. Und das ist schon faszinierend. Also da geht es ganz viel, wie unser Gehirn funktioniert und denkt, oder? Das ist total spannend. Auf der einen Seite, also wie gesagt, gibt es irrsinnig viele neue Möglichkeiten. Also ich glaube auch die Arten von Erfahrungen, die man machen kann, sind beeindruckend. Aber wie gesagt, ich will immer darauf hinweisen, dass es auch wichtig ist, dass man es richtig designt und dass man da gerade auch diese Multiplayer-Experiences, wir haben ja diese Metaverse-Diskussion relativ stark ist, dass wir die Virtuality-Brillen mit sozialen Erfahrungen verbinden wollen. Und da möchte ich echt immer stark darauf hinweisen und davor warnen, wie man das designt. Und dass man wirklich versucht, inklusive Welten schafft und nicht Menschen wieder weiter ausschließt auf der einen Seite. Und das Nächste ist, also wir kennen es ja auch aus Multiplayer-Spielen, ab dem Zeitpunkt, wo viele Menschen aufeinander kommen, also sei das jetzt, und gefühlsmäßig ist das Internet immer der rechtsfreie Raum, der eigentlich nicht ist, und das Gleiche bei Online-Multiplayer-Erfahrungen und auch Spielen. Das heißt, wenn ich dann virtuelle Brüste in so einer virtuellen Welt habe, dann wird es halt sehr leicht sein, dass irgendjemand versucht, diese virtuellen Brüste anzutatschen. Und wenn ich dann aber das Gefühl habe, ich bin jetzt tatsächlich in dieser Welt, dann ist das eine reale, dramatische Erfahrung, die ich dann gerade mache. Also natürlich, in Wirklichkeit müsste ich immer nur die Augen zumachen, bin weg aus dieser Welt, weil ich nur in dieser Brille bin. Aber das ist so realistisch und fühlt sich so auch echt an. Da muss man wirklich aufpassen, dass man da sichere und inklusive Erfahrungen und Welten gestalten. Es klingt nach einem Riesenthema, weil ich habe jetzt gerade überlegt, wir waren eingangs bei Ready Player One, das ist eben das eine Buch. Und da ist, glaube ich, der Hauptdarsteller auch so, dass er mehr Zeit in der virtuellen Welt verbringt mit den Brillen, die es da auch noch gibt, glaube ich, als in der realen Welt, die einfach zu traurig ist, auch einfach, um darin zu leben, glaube ich, oder? Ja,
Ja, und was machen wir jetzt? Also wir haben jetzt diese Metaverse-Diskussionen und das Erste, was wir machen, anstatt dass wir coole Erfahrungen machen, zum Beispiel Physiklabore umsetzen und Mondreisen ermöglichen und Sachen machen, die sonst zu teuer oder zu gefährlich wären und Sachen ermöglichen, wird unsere reale Welt einfach kopiert. Also unsere reale Welt ist far from perfect. Also da gibt es so viele Baustellen aktuell und es ist echt so viele Sachen, die nicht schön sind. Und was wird gemacht in der Metaverse-Diskussion? Einfach unsere reale Welt nochmal kopiert, inklusive Immobilienkrisen, wobei ein digitaler Raum doch unendlich sein sollte. Und auch hier wird einfach Raum rar gemacht und zu horrenden Preisen kopiert. Wir haben alle Formen von Ism, Racism, Ableism, Sexism, haben wir schon in diesen virtuellen Online-Welten teilweise. Und das finde ich ganz eine traurige Entwicklung. Und wir sollten da schauen, dass wir eine Welt schaffen, eine digitale Welt, die offen und inklusiv ist und nicht einfach unsere reale Welt mit allen Fehlern nochmal kopieren. Es ist halt, ich glaube, immer der erste Zugang bei neuen Technologien ist, wie kann man damit Geld verdienen? Und schade. Ja, genau. Aber das ist halt so, das lernen wir aus der Geschichte. Es gibt dann auch die anderen Entwicklungen. Ja, da muss man, glaube ich, echt dran arbeiten, dass das... Das heißt, dann wundert es mich halt auch nicht, dass dann Technologien wie Spiele beispielsweise dann einfach mit extrem vielen Vorurteilen belastet werden. Weil, ich meine, dieses Suchtthema Spiel und Gambling, da gibt es ja auch sehr viele Überschneidungen zwischen bei manchen Spielen schon, weil da einfach sehr viel Profit dahinter ist. Und das finde ich eine sehr, sehr schwierige Entwicklung. Und da müssen wir uns auf jeden Fall dagegen wehren und einfach aufzeigen, was es für positive Erfahrungen gibt. Und nicht nur immer, also auf der einen Seite natürlich versuchen, die Probleme, die wir haben mit diesen Technologien, versuchen zu lösen oder versuchen zu reglementieren. Und auf der anderen Seite aber aufzeigen, welche richtig, richtig guten, tollen anderen Varianten es gibt und den Fokus auf die positiven Beispiele setzen. Ich würde jetzt ganz gerne mal ein Beispiel erfragen, weil ich weiß, dass das tatsächlich Thema ist für viele Eltern. Und zwar, das ist, wenn die Kinder Minecraft spielen. Mhm. Wobei, also Minecraft, du kannst es sicher besser erklären als ich, was es genau ist. Es ist, man hat unendlich viele Bausteine, um Welten zu kreieren, kann man so sehen ein bisschen? Ja, also man kann sich das ein bisschen wie 3D-Lego vorstellen in einem digitalen Raum. Also ich glaube, das ist immer so eine schöne Beschreibung. Und Minecraft finde ich eigentlich ganz gut, weil auch in Minecraft gibt es sehr viele Möglichkeiten, dass man lernt. Mhm. Also auch Programmieren lernen und verschiedene MINT-Fächer ein bisschen zugänglicher machen. Und da gibt es auch sehr viele... Was sind MINT-Fächer? Die MINT-Mathematik, Ingenieurswissenschaften, Naturwissenschaften und Technik. Und dieser Zugang, dass ich dann in diesem digitalen Raum nochmal Lego per se ist aber schon was immer sehr positiv war und was einfach dieses räumliche Verständnis fördert. Und das Ganze nochmal im digitalen Raum, 3D und noch programmierbar, also interaktiv machen, so wie ich am Anfang erzählt habe, wie es für mich auch war, diese Welten gestalten, selbst gestalten können, das sehe ich total positiv. Und auch diese sozialen Interaktionen, also das Schöne an einem Spiel ist, und deswegen hat es auch gerade bei Covid sehr vielen Spielenden besser gegangen als Nichtspielenden, weil die meisten Spiele soziale Erfahrungen sind. Das haben ganz viele nicht am Radar, aber die meisten von uns Gamern spielen eigentlich am liebsten mit anderen oder vielleicht gegen andere. Mhm. Aber es ist oft einfach eine Art von sozialer Erfahrung. Und da würde ich auch sagen, dass Minecraft da wirklich ein sehr schönes Paket ist, wenn es natürlich richtig verwendet wird. Also da würde ich immer den Fokus auch setzen auf diese positive Motivierung von diesen Lernaspekten, von diesen sozialen Aspekten. Weil jedes Spiel kann natürlich auch toxisch werden. Und was ich da vor allem immer allen Eltern mitgebe, also immer wenn ich einen Talk gebe, laufen ja nachher 20 panische Eltern zu mir und fragen, mein Kind spielt Fortnite und mein Kind spielt Minecraft, was ist das? Darfst das? Ihr Kind spielt das und sie wissen nicht, was das ist. Haben sie das noch nie selbst gespielt? Na, warum? Ja, warum nicht? Das ist das, was ich immer anregen möchte. Also wenn mein Kind so viel Zeit mit irgendwas verbringen wollen würde, dann würde ich zumindest verstehen wollen und begreifen wollen, was das ist. Das heißt, vielleicht einmal selbst hinsetzen und mit dem Kind spielen oder das erklären lassen oder vielleicht sich selbst auch diese 1-2 Stunden nehmen und das mal ausprobieren. Das würde ich mir wünschen. Das ist total nett, weil mir fällt jetzt gerade ein, liebe Kollegin von mir hat nämlich auch das Problem, und sie hat gesagt, also
Da wird ganz viel Minecraft gespielt und ich weiß jetzt nicht, ob es eben schon so Suchtausmaße annimmt oder ob es zu viel ist oder nicht. Und jetzt hat sie sich hingesetzt und hat mit ihm gespielt praktisch, damit sie da wenigstens dabei ist. Genau, und genau das, was du gesagt hast, versteht. Also ist das der richtige Zugang bei so unter Anführungszeichen Spielen mit Suchtpotenzial, wo man wahnsinnig viel Zeit verbringen kann, dass sich die Eltern dazu setzen? Auf jeden Fall dieses Verständnis mitbringen oder mal auch herausfinden, was das ist. Was man vielleicht auch verstehen muss bei diesen Multiplayer-Spielen, das ist halt früher, bin ich heimgekommen von der Schule und habe meine Hausaufgabe gemacht, wenn ich irgendwo nicht gewusst habe, wie es weitergeht, bin zum Telefonhörer, zum Festnetztelefon gegangen und habe dort eine Freundin angerufen und haben wir halt versucht, so die Hausaufgaben gemeinsam zu machen. Und was auch ganz viel in diesen Spielen passiert, dass die Kinder kommen von der Schule heim und setzen sich hin und spielen dieses Spiel gemeinsam mit den Schulfreunden. Und das wäre dann, wenn man das wegnimmt, ist halt auch dieser soziale Kontakt weg. Und das ist halt auch immer ganz wichtig zu verstehen. Facebook ist für diese Generation nicht mehr relevant. Das sind oft diese sozialen Spiele, wo sie sich austauschen und miteinander reden und plaudern. Aber natürlich wie bei jedem anderen Medium. Bei jedem anderen Medium, da sowohl Fernsehschauen als auch Bücher lesen etc., ist das was vermutlich von der Zeit, von den Eltern auch irgendwie getaktet sein sollte. Oder man sollte sich auf sich einen Überblick verschaffen und verschiedene Varianten zeigen. Also was ich nicht gut finde, ist, wenn ich selbst spiele, ich irrsinnig viel Videospiele. Mhm. Aber ich mag auch irrsinnig gern Sport. Das ist für mich nicht das eine oder das andere, sondern das ist was koexistieren kann. Und für mich ist Sport untertags und am Abend setze ich mich hin und spiele 1-2 Stunden ein Spiel oder lese ein Buch oder schaue mir einen Film an. Das sind alles Erfahrungen, die für mich gleich wichtig sind und gleich wertvoll, aber sie ersetzen keine realen Erfahrungen oder keine sportlichen oder Naturerfahrungen. Und ich glaube, das als Elternteil auch mitgeben, also diese Vielfältigkeit von unserem Leben und von unseren Möglichkeiten, das finde ich halt auch sehr wichtig. So wie das du erzählst dann aber, ist es, weil normalerweise ist das erste Klischee, das mir einfällt, wenn du viel spielst, ja, du vereinsamst sozial. Also du hängst ja davor, du hast jetzt vielleicht noch einen Gruppenchat in irgendeinem Multiplayer-Universum-Ding, aber es ist ja alles nicht echt. Du weißt halt nie, mit wem du da spielst, letzten Endes ist es alles anonym. Und es ist nicht unter Anführungszeichen echt, es ist virtuell, es stimmt, aber, jetzt wirst du sagen. Aber da gibt es eben schöne Studien und Statistiken, die eigentlich genau das Gegenteil aufzeigen. Also ganz viele haben reale Freunde, Freundinnen, vielleicht sogar Partnerschaften über solche Wege gefunden. Und die Freundschaften, die sich da bilden, sind in beide Seiten. Also werden dann oft zu realen Freundschaften oder sind schon reale Freundschaften, die sich dann in diesem Spiel begegnen. Also das auf jeden Fall. Und da möchte ich ein kleines Beispiel auch geben, warum zum Beispiel diese sozialen Spiele gut für unsere mentale Gesundheit sind. Das ist, glaube ich, was uns ja alle während den Lockdowns sehr stark beschäftigt hat. Und gerade während dem ersten Lockdown ist ein Spiel erschienen, das heißt Animal Crossing. Animal Crossing ist eigentlich ein total, jetzt haben wir schon wieder diese Werbung. Gell? Also es ist lustig, also wenn es positiv ist, finde ich das total okay, wenn wir eine Werbung haben. Animal Crossing, ja? Animal Crossing ist ein entzückendes Spiel, das ist von Nintendo rausgekommen und ich habe halt diesen kleinen lieben Avatar und habe eine Insel, die ich selbst gestalten kann. Also da kann ich dann selbst gärtnern, Häuser bauen und kleine Tiere ansiedeln, also mit denen ich dann auch herumlaufen kann und reden kann. Und dann kann ich Freunde einladen. Und die kann ich einladen und mit denen am Strand spazieren gehen oder durch das Aquarium oder das virtuelle Museum, was ich geschaffen habe. Und was passiert ist, diese Welt ist dann unter Anführungszeichen fast ausgenutzt oder missbraucht worden, nicht nur zum Spielen, sondern für virtuelle Hochzeiten, Geburtstagsfeiern. Weil wir haben uns ja nicht treffen können. Und plötzlich hat die ganze Welt einfach versucht, diese Welt zu nutzen oder teilweise auch Minecraft oder World of Warcraft, aber das war halt so die frischeste Welt zu dem Zeitpunkt. Auch akademische Konferenzen sind plötzlich in diesem Videospiel auftaucht. Ja. Und das war so entzückend. Und da zeige ich jetzt ein bisschen ein makaberes, aber relativ wichtiges Beispiel, was auch in diesen Welten verstärkt auftreten, sind Begräbnisse. Mhm. Weil ich glaube, Begräbnisse ist dieses Beispiel, was man sich... Sonst kann man ja sagen, ja, kann man ja über Zoom machen und da kann man zuschauen, keine Ahnung was. Aber beim Begräbnis, es ist doch so wichtig, dass man einfach nebeneinander steht. Mhm. Es ist
es ist ja in einem Zoom-Call, kann man das ja so vorstellen, wenn wir uns ja sehen. Also du bist in deinem Homeoffice, ich bin in meinem Homeoffice. Wir sehen uns zwar und wir sehen unser Gesicht, aber es ist so klar, dass wir physisch voneinander getrennt sind. In einem Videospiel bin ich aber mit meinem kleinen Avatar da und du stehst mit deinem kleinen Avatar neben mir. Das heißt, wir haben eine digitale Co-Präsenz. Und gerade wenn man sich dieses Begräbnisszenario überlegt, es geht mir jetzt nicht darum, dass ich dir ins Gesicht schaue währenddessen, sondern dass wir einfach beieinander sind, dass wir gemeinsam diese Gedenkminuten haben. Und da ist halt diese Form von digitaler Co-Präsenz, die diese dreidimensionalen oder zweidimensionalen Spiele erlauben, wesentlich wertvoller, als sich gegenseitig einfach ins Gesicht schauen zu können. Und das finde ich eigentlich total spannend auch. Deswegen wundert es mich auch nicht, dass erst diese virtuellen Welten und Metaverse-Erfahrungen genau zu dem Zeitpunkt auch wieder verstärkt geführt werden. Mhm. Weil das einfach doch eine andere Art ist, digital miteinander Zeit zu verbringen. Ich habe jetzt zum ersten Mal von dem gehört, ich finde es total spannend. Das klingt ja und wahnsinnig kreativ auch und eigentlich auch wahnsinnig herzlich. Ja. Gleichzeitig, ja. Ja, und es ist ja absurd, also wenn man sich überlegt, bei Zoom und Co., wir starten doch noch immer jeden, auch ich als Doktor in der Informatik, jeder Zoom-Call startet mit, hallo, geht's, hörst du mich? Und es ist aber in Wirklichkeit schon so, dass die Spieleindustrie hat halt das Know-how, World of Warcraft ist 18 Jahre alt. Und vor 18 Jahren haben wir schon zu hundertst in 3D-Welten digitale Drachen bekämpfen können. Mhm. Zwei Dinge, die du jetzt erklären musst, also World of Warcraft für alle Hörerinnen und Hörer und also das Phänomen mit Dingen, die länger brauchen, da ist mir jetzt gerade die Glühbirne eingefallen, die erfunden wurde von Edison und dann 40 Jahre später tatsächlich zum Masseneinsatz kam. Also es braucht manchmal Dinge ihre Zeit, das wollte ich damit sagen. Mhm. Aber du erklärst uns jetzt World of Warcraft. World of Warcraft ist auch dieses, also sehr bekanntes Multiplayer-Spiel, wo ich verschiedene Avatare treffen kann in so einer 3D-Welt. Also es ist eine ganz große, offene Welt. Mhm. Und dort haben wir dann verschiedene Missionen gemeinsam zum Beispiel. Also wir können dann auch in Gilden gemeinsam, also quasi in kleinen Gruppen gemeinsam auch Quests annehmen und ein bisschen diese digitale Welt retten. Genau, es ist eine Fantasy-Welt. Es gibt ganz viele Orks und Elfen und Zwerge, also eigentlich so Herr der Ringeland, aber aber 18 Jahre alte Grafik. Das ist die romantische Umschreibung der Sache, ja. Naja. Ja, ist Grafik noch so wichtig, wie es, ist es noch immer der treibende Faktor, jetzt auch bei Konsolenentwicklung, weil ich jetzt gerade überlegt habe, ich habe jetzt wie in den Weihnachtsferien lustigerweise die Nintendo Wii wieder ausgepackt, die alte. Und wir haben Super Mario Kart gespielt und es war total nett, weil die Grafik war komplett veraltet und hat auch auf dem Bildschirm gar nicht mehr gut ausgesehen. Aber es hat irgendwie, es war irgendwie emotional, es war irgendwie nett, das Ding. Ja. Na schön, ja. Na, ich finde, dass Grafik jetzt nicht immer der treibende Faktor sein muss. Also wir sehen das ja auch in den Indie-Games, dass es auch sehr stark auch wieder in Richtung Pixel-Art geht beispielsweise, auch vielleicht ein bisschen Retro-Designs durchaus. Aber es ist halt genauso wie in anderen Sachen, das ist ein bisschen Geschmackssache. Manche möchten super hyperrealistische Grafiken. Für manche Erfahrungen ist es voll schön, wenn ich eine ganz simple 2D-Welt in Schwarz-Weiß habe. Das ist Geschmackssache und zum Spiel muss es passen. Und du? Ich versuche da so offen wie möglich zu sein. Also ich habe mir berufsmäßig einfach antrainiert. Ich war früher ganz anders. Da habe ich meine Lieblingsspiele, mein Lieblingsgenre gehabt und meine Lieblingskonsole und habe nur das gespielt. Und ich habe versucht, bewusst aus dieser, mich daraus zu entfernen und ein bisschen mutiger zu sein bei dem, was ich spiele und was ich erlebe. Und versuche da wirklich so offen wie möglich zu sein. Zwei Punkte habe ich auf jeden Fall noch. Und zwar das eine ist, ich habe einen Artikel gelesen, in dem gestanden ist, dass die besseren Chirurgen haben alle früher viel gezockt oder zocken immer noch viel mehr. Ja, es ist, es gibt einige Studien, die zeigen, was Spiele für uns, also dass wir zum Beispiel von der Koordination stärker werden, dass man auch dieses Hand, wie weiß leider das deutsche Wort nicht, aber die Hand-Augen-Koordination, dass die Sachen trainiert werden dadurch.
Es gibt auch Ideen, dass zum Beispiel Spielende leichter luzide Träume trainieren können. Das finde ich haben wir schon einen eigenen Podcast gehabt zum luziden Träumen. Okay. Echt? Ja. Und, hast du es geschafft? Ich habe, wie ich den aufgenommen habe, das nicht probiert, aber ich finde unsere Gästin, unseren Gast wahnsinnig spannend. Die beschäftigt sich halt, erforscht das luzide Träumen. Und ich weiß von anderen Leuten schon, dass es, glaube ich, funktioniert und dass es funktionieren kann. Ja. Aber wahnsinnig spannendes Thema, ja. Und da gibt es Ideen, dass zum Beispiel Spielende, also Gamer, das leichter erlernen können als Nicht-Gamer. Also luzides Träumen, man kann seine Träume beeinflussen, indem man sich selber lenkt. Ja. Genau, ja. Genau. Das heißt, dass ich meinen Traum habe, das ist natürlich ganz wichtig auch für Personen, die Realträume haben. Hm. Und das ist dann eine Möglichkeit, dass ich mir selbst während dem Traum bewusst werde, das ist jetzt nicht real, das ist ein Traum und ich kann das ja selbst beeinflussen. Und dadurch, bei einem Spiel ist es ja auch so, dass ich eigentlich immer dieses ständige Bewusstsein habe, ich bin jetzt in einem Spiel und jetzt pausiere ich schnell und gehe meinen Kaffee holen und dann gehe ich in meine super hyperrealistische Erfahrung wieder zurück. Aber ja, also da gibt es einige Studien, die auch zeigen, auch Kinder mit Leseschwächen oder auch dieses, ja, also dass ich sehr viel lernen kann durch Spielen per se. Aber es gibt dann natürlich auch spezifische Lernspiele. Also zum Beispiel auch für Chirurgen, Chirurginnen ist es total spannend, dass ich gerade in Virtuality-Erfahrungen. Kurz noch eingefügt, also die Johanna war auf dem MIT und du hast, glaube ich, deine Doktorarbeit zu Virtual Reality auch gemacht? Genau, also meine Masterarbeit war in virtuelle Welten, Doktorarbeit war dann zu Virtual Reality. Mhm. Und da war einfach die Idee, dass wir Erfahrungen, wie kann man sagen, die sonst einfach Lehrerfahrungen, die sonst teuer oder schwierig oder gar unsichtbar sind. Also meine Arbeiten waren ja im Physikbereich, da ist ja sehr viele von den Phänomenen komplett unsichtbar. Mhm. Und Magnetlinien könnten das gut erklären und die kann man dann sichtbar machen. Aber wenn man sich jetzt dieses Szenario von der Operation vorstellt, wenn ich Medizinstudent bin und ich kann nicht einfach 20 Spaßoperationen machen und schauen, oh, da habe ich jetzt was gemacht, das kann ich nicht noch einmal machen, schade. Sondern wenn ich das dann simulieren kann und in einem möglichst realistischen Szenario üben kann, ohne dass das Konsequenzen hat und ich darf Fehler machen und ich kann aus diesen Fehlern lernen, weil sonst darf ich da keinen Fehler machen. Das ist ein Lernszenario, das ist, ein Fehler ist tödlich. Gehen wir mal in die Tiefe in den Punkt, weil ich glaube, okay, bei Piloten kennt man das, dass die Simulatoren spielen und das wieder tausendmal üben können. Oder Weltraumastronauten, ja, auch ganz oft. Sieht man auch in Filmen dann das immer wieder. Bei Virtual Reality und Medizin wäre es dann quasi so, dass ich mit Virtual Reality in die Situation reingehe und... Und zum Beispiel eine Operation einfach üben kann. Genau. Das heißt, ich muss da einen spezifischen Eingriff machen. Dann versuche ich, meine Operation durchzuführen. Es gibt dann ja auch Ideen, dass ich dann die realen Werkzeuge auch durch die Simulation erkenne. Und ja, und dann kann ich diese Operation üben, Fehler machen, nochmal üben. Und so oft und wann ich will, das Ganze einfach nochmal ausprobieren. Also quasi im Safe Space, im sicheren Raum Dinge erlernen, die on the fly, live ganz schlimm werden, wenn du das so erlernen würdest. Aber da kannst du wirklich super üben und dich vorbereiten. Genau. Was ich mir noch aufgeschrieben habe, Bewegungsökonomie ist höher und man ist schneller scheinbar. Das hat es bei der Studie bei den Chirurgen rausgestellt. Ja, und dann habe ich gelesen, Half-Life und Underground sind scheinbar Spiele, mit denen man das ganz gut trainieren kann. Ich weiß es auch nicht. Ich glaube, Half-Life ist tatsächlich ein Shooter. Ja. Aha. Aber da geht es um die Geschwindigkeit wahrscheinlich. Da geht es um die Geschwindigkeit. Also durch diese Arten von Spielen kann ich ja wirklich also diese Hand-Augen-Koordination sehr, sehr gut üben. Und wir haben ja auch noch diesen 3D-Space. Also das ist auch was dieses räumliche Verständnis, kann ich mir auch vorstellen, dass das ein guter Einflussfaktor ist, den ich dann einfach da üben kann. Also du würdest das auch so unterschreiben und sagen, das ist gut möglich, dass die Chirurgen tatsächlich die mehr Spiele spielen? Na, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also da gibt es wirklich, auf meiner Homepage habe ich versucht, so eine Liste zusammenzustellen von ein paar Studien, also wissenschaftlich belegte Studien, die einfach verschiedene Aspekte aufzeigen, was Spieler eigentlich tun und dann eben ein bisschen gegen diese Vorurteile kämpfen. Also man muss natürlich aufpassen, das Thema Sucht und Gewalt dürfen wir nicht liegen lassen, aber wir müssen uns auch mal auf die positiven Aspekte fokussieren und dann, weil dann wissen wir, was funktioniert nicht. Letzte Frage, wir sind jetzt schon fast wieder bei unserer Stunde angekommen. Ich musste dann noch die Fragen, die das Leben stellt, fragen. Das Thema
Frauen im Game Design und in der Gaming-Welt ist natürlich auch aufgelegt. Kostas, ist es so, wie es jetzt vor 10 Jahren noch war, also total selten, dass man dann du bist jetzt Professorin, unterrichtest in München, warst du vorher in Zürich an der Uni, bist in Graz, hast du ein Game Lab. Das ist jetzt schon mal die Ausnahme, würde ich sagen. Es ist jetzt noch nicht das Normale. Na, also wir wünschen uns natürlich viel mehr Frauen im Bereich der Informatik. In der Spielentwicklung ist es schon ein bisschen diverser. Da muss man aber auch sagen, dass verschiedene Disziplinen aufeinandertreffen. Aber ich möchte gerade in dem Bereich eigentlich immer die Informatik unterstreichen, weil da sehe ich gerade im deutschsprachigen Raum, also mir kommt vor, das ist in Amerika teilweise ein bisschen besser, aber gerade im deutschsprachigen Raum noch so ein großes Gap. Und das liegt, glaube ich, wirklich auch stark an diesen Vorurteilen. Weil wenn ich dich jetzt frage, hey, stell dir einen Gamer oder einen Programmierer vor, dann haben wir sehr oft einfach dieses Klischee von einem Boom, der im Keller sitzt und vor einem schwarzen Bildschirm wahrscheinlich Pizza isst und voll mit Pickeln vermutlich. Und das ist halt voll schade, weil, wie gesagt, ich bin genauso eine Gamerin oder Programmiererin. Und ich bin jetzt also auch statistisch gesehen, also bei den Gamern sind wir da bei Mitte 30 vom Durchschnitt und fast die Hälfte Frauen. Mhm. Identifizieren sich als Frauen. Und da muss man halt schon einmal aufräumen mit den ganzen Klischees. Und auch, das wünsche ich mir halt auch, egal wie viel Werbung ich jetzt zum Beispiel an Schulen für den Bereich mache und sagen, hey, auch ihr, also auch als Mädchen, ihr könnt Videospiele spielen, auch Mädchen können programmieren gehen. Und wenn sie aber dann heimkommen und die Eltern sagen, der Bruder hat eh schon so viel Computerspiele gespielt, geh du lieber raus oder diese Klischees wird unterstreichen. Das finde ich halt total unpassend. Und da müssen wir an allen Seiten, also sowohl Eltern aufklären, als auch Lehrende aufklären, also in der Schule, aber natürlich auch bei den Kindern anfangen. Wobei die Kinder da, glaube ich, am offensten sind. Mhm. Aber es ist ja absurd, also da könnt ihr es ewig ausholen. Aber allein, dass ihr es in ein Geschäft gibt, und es gibt da Mädchen und eine Abteilung oder eine Boomer-Abteilung mit einem unterschiedlichen Spielzeug und unterschiedlichem Gewand für einen gleichen Babykörper. Aber es war ja auch lang so, dass Lego gelabelt war. Das ist Lego für Buben und das ist Lego für Mädchen. Und die Mädchen dürfen die Schlösser bauen, die vielleicht die leichter zu bauen Friends sind. Lego Friends war, glaube ich, für... Ja, ja, stimmt. Ja. Ah, die waren leichter zu bauen? Angeblich. Aha, angeblich. Okay. Wir sind jetzt in unserer Lego-Diskussion gelandet. Die nächste Stunde ist der Lego-Podcast. Klassische Brettspiele spielst du dann auch? Oder ist das ja, sehr gerne, ja. Also das finde ich vom Game Design auch total spannend. Also weil beim Videospiel kannst du halt immer durch fancy Grafiken oder Explosionen kannst ablenken. Ja. Kannst du aber beim Kartenspiel nicht. Da muss das Spiel und die Mechanik richtig gut sein. Ja. Was braucht ein gutes Spiel für dich? Welche Ingredienzien, wo sind wir da? Welche Bestandteile gibt es? Welches Rezept hat ein gutes Spiel? Ganz schwierig. Ganz schwierig. Also es kommt wirklich auf die Art vom Spiel drauf an. Also ich mag zum Beispiel alle Arten von Multiplayer-Games extrem gern. Und da ist es wichtig, dass die Spiele nicht, wie kann man das sagen? Also man kann sich das als auch bei diesen Brettspielen vorstellen. Da geht es doch nicht darum, dass man das beste Brettspiel mit der besten Brettspielmechanik gestaltet. Die Erinnerung, die man hat an die Brettspiele oder an die Kartenspiele oder auch an gute soziale Spiele, also online, sind die Erfahrungen, die man dann mit den anderen gemacht hat. Wie lustig das doch war, damals mit der Familie das zu spielen. Da erinnerst du dich an Momente quasi. Da erinnerst du dich an Momente. Mhm. Und das ist ein richtig gutes Game Design, was es ermöglicht, diese Momente zu kreieren mit anderen. Und das finde ich total spannend. Wie können wir das schaffen? Und sonst bin ich ein großer Fan, aber das ist, wie gesagt, ein eigenes Genre, von wirklich spannenden Stories, die Emotionen auslösen. Also wenn ich ein Spiel starte, dann gibt es ein paar Spiele, da schaue ich mir das Intro von 5 Minuten an und laufe 3 Minuten herum und habe meine ersten emotionalen... Gib mir mal ein Beispiel. Ori war für mich so ein bisschen ein Beispiel. Ori and the Blind Forest. Das ist auch eine österreichische Produktion, aber das finde ich vom emotionalen Game Design sehr, sehr spannender Start. Cool. Aber wie gesagt, jedes Spiel hat andere. Also manche spielt man auch einfach zum Zeit verbringen oder Kopf frei machen. Manche spielt man, damit man coole Rätsel löst. Und da geht es natürlich, wie spannend die Rätsel sind und die Puzzles. Also jedes Spiel ist da so unterschiedlich.
Bist du dann im Realen dann auch bei so einem Exit-the-Room-Ding zu finden? Mag ich auch gerne. Ah, okay. Das mag ich. Also so Rätsel und Co. mag ich auch voll gern. Aber es ist halt der Unterschied. Also das kann ich nicht am Abend machen, wenn ich total müde bin nach einem Forschungstag, sondern das kann ich machen, wenn ich frisch bin, früh vielleicht. Welche Bereiche unserer Gesellschaft kann man mit Virtual Reality bereichern alle? Kann man das nochmal zusammenfassen? Wo sind da die spannendsten Einsatzgebiete für dich? Ganz ehrlich, also Virtuality sehe ich überall. Also das ist gerade im medizinischen Bereich, im Healthcare-Bereich, im Industriebereich. Also wir können ja auch sehr gut digitale Zwillinge. Das sind quasi, ich habe eine Simulation von einem realen Gerät und einem möglichst anderen gut damit zu lernen oder das von der Ferne zu bearbeiten. Sportanwendungen, also Sporttraining, auch für Profis wird schon sehr stark verwendet. Aerospace haben wir schon gehabt, also auch Astronautinnen-Ausbildungen und da gibt es so viele spannende Use Cases. Also mir wird nichts einfallen, was damit nicht geht. Cool. Ich habe noch eine, ich glaube, es ist fast eine moralische Frage. Mir ist nämlich jetzt eingefallen, ich glaube, es war tatsächlich die Fernsehserie Black Mirror. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ja. Da gibt es nämlich die dritte Staffel und da gibt es eine Folge, das ist San Junipero, heißt, glaube ich, die Episode, wo man sich entscheiden kann, kurz bevor man stirbt, ob man in einer virtuellen Welt weiterleben möchte. In San Junipero, das ist praktisch so ein Küstenstädtchen. Genau, ich glaube, du kennst das. Ich kenne die Folge, ja. Ja, genau. Und ich fand die moralische Frage total spannend. Entscheidet man sich dazu praktisch sein, was transferiert man dann eigentlich sein Bewusstsein, in die Stadt zu transferieren und der Körper stirbt oder geht man nicht da rein? Es war irgendwie so, da gab es noch eine andere Hintergrundgeschichte, aber ich fand die Idee so spannend, man könnte ewig weiterleben an einem virtuellen Ort. Hast du da schon mal drüber nachgedacht? Ja, also ich lebe ziemlich in den Science-Fiction-Welten. Also ich finde Science-Fiction als Buch und als Filme etc. total spannend und auch die ganzen Gedanken in die Richtung. Und natürlich sind das Gedanken, die man sich da oft stellt, also oder Frage, die man sich oft stellt. Es gibt dann ja noch einen Schritt weiter, weil was ist dieser Horrorgedanke, angenommen, jemand kann dann dein Bewusstsein kopieren und Versuche damit machen oder negative Sachen damit machen. Was passiert, wenn das einmal außer Kontrolle ist? Also das ist ja Science Fiction, ist ja immer dieses Szenario nehmen und dann noch einmal den Worst Case rausholen. Und stell dir vor, da gibt es dann 100 Kopien davon und 99 davon werden gefoltert, damit man herausfindet, ob die andere Variante glücklich ist. Keine Ahnung. Also das kann man sehr weit treiben. Und ich glaube, sollten solche Szenarien möglich sein, sehr, 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 sehr viele moralische Fragestellungen notwendig. Und deswegen ist es auch ganz wichtig, dass man in interdisziplinären, transdisziplinären Teams arbeitet und die uns Informatiker nicht mit uns Informatikern allein lässt, sondern dass man da auch versucht, dass wirklich für Psychologen und Soziologen und Leute und aus Ethikforschung mit uns Bord holt. Und zum Schluss einen kleinen Tipp für alle jungen Mädchen und Buben, die jetzt sagen, okay, mich interessiert möglicherweise Informatik und die Welt und auch vielleicht die Game-Development-Welt. Wo gibt's gute Einstiege in Österreich, Deutschland? Hast du da Tipps? Wie kann man sich am besten nähern? Gibt's Communities? Ja, also gerade für Kinder, da gibt's voll schöne, also oft Hackathon-Formate oder Game-Jam-Formate an Universitäten für Kinder. Das sind kleine Events, wo man innerhalb von sehr kurzer Zeit mit anderen an kleinen Problemen arbeitet und wirklich in diese Materie eintauchen kann. Das bieten die meisten Universitäten an und sowas finde ich eigentlich wirklich einen schönen Einstieg. Für mich selbst war der Einstieg in die eigene Spieleentwicklung auch sehr stark, dieser Game Jam Einstieg. Da 48 Stunden lang mit fremden Menschen unterschiedlichster Disziplinen an einem Projekt gemeinsam arbeiten, in dem Fall in einem Spiel. Und sehr, sehr spannend und super Einstieg zum Reinschnuppern. Cool, danke. Du hast es fast geschafft. Es kommen die drei klassischen Fragen des KPDM-Podcasts. Der eine ist nach einem guten Leben. Was das für dich braucht? Ich glaube, ein gutes Leben ist das für mich gutes Leben. Es gibt ja the Man's Search for the Meaning of Life, ein ganz tolles Buch, was ja die verschiedenen Motivationsgründe von Frankl, warum man auf dieser Erde ist oder sein möchte. Und ich habe, glaube ich, für mich meinen Weg gefunden. Ich möchte
ich glaube, ein Fußabdruck wird sich nicht mehr ausgehen, aber zumindest einen kleinen positiven Zehenabdruck hinterlassen. Irgendwas Gutes tun. Also ich strebe nicht nach dem großen Reichtum, aber ich möchte einfach irgendwas Gutes für unsere Gesellschaft hinterlassen und einen kleinen positiven Einfluss hinterlassen. Und ich glaube, wir haben aktuell so viele unterschiedliche Probleme, wo man versuchen können, Lösungen mitzuentwickeln und die Welt einfach ein bisschen besser machen statt schlechter. Oder zumindest neutral lassen, das wird wahrscheinlich schon reichen. Und da sehe ich mich. Schön. Also kurz noch Nachtrag, Viktor Frankl, hast du jetzt gerade angesprochen, nach der Sinnsuche im Leben praktisch. Mhm. Ganz ein tolles Buch. Okay, das ist noch ein Aspekt, den wir jetzt noch gar nicht besprochen haben. Ganz kurz, wie entspannst du dich? Wenn du dich entspannst, du hast schon erwähnt, du machst gern Sport auch. Genau, also für mich ist, ich brauche auf jeden Fall einen Ausgleich. Und in meinem Kopf ist immer ein bisschen Zirkus. Also ich habe so ein Zirkuszelt, so kann man sich meinen Kopf circa vorstellen. Aber dass ich mich wieder sammle und fokussiere und vielleicht auch kurz, eher mit mir und vielleicht mit der Natur in Verbindung bin, mache ich einfach irrsinnig gern Sport und vor allem gern Bergsport. Ich gehe gern klettern und Mountainbiken und Skibergsteigen und solche Sachen. Und das ist irgendwie so meine Welt. Und das ist für mich total, das ist irgendwie so counterintuitiv, wenn du sagst, wie entspanne ich mich? Aber wie gesagt, für mich ist es hauptsächlich diesen Kopf entspannen. Mhm. Und das kann durchaus körperliche Anstrengung sein, aber vor allem auch diese Konzentration. Also wenn ich auf einem Berg bin oder beim Klettern, geht es darum, dass ich keinen Fehler mache. Das heißt, ich kann dann gar nichts anderes denken, weil mein nächster Gedanke ist immer nur der nächste Schritt. Du bist im Moment. Ich bin im Moment, genau. Mhm. Und das finde ich total schön. Dadurch wird der Kopf leer. Das heißt aber, Meditation wird da wahrscheinlich auch funktionieren? Oder Meditation probiere ich auch jeden Tag, also eine Viertelstunde in der Früh. Ah ja, okay. Das finde ich auch gut, weil das vergessen viele Leute. Also den Körper trainieren, das ist für uns klar. Und wenn man lange nicht trainiert hat, kriegt man Muskelkater und keine Ahnung was. Aber das Gleiche ist ja mit dem Kopf. Also ganz viele vergessen dann den Kopf auch mitzutrainieren. Und das ist natürlich durch Meditation total schön, dass ich einfach trainiere, zu denken oder nicht zu denken, mich zu konzentrieren oder nicht zu konzentrieren. Und da ist Meditation einfach wirklich, wirklich toll. Hast du ein tägliches Ritual? Ja. Das war österreichischer Humor jetzt gerade im Beispiel. Man kann mit Ja und Nein antworten, weil die Frage blöd gestellt ist. Klar. Welches tägliche Ritual hast du, Johanna? Also ich habe schon so ein typisches Morgenritual im besten Fall. Entschuldige. Und ich versuche an einem Best Day, ich glaube, da muss man immer im Hinterkopf haben, dass jeder Tag ist ein bisschen anders und das funktioniert manchmal, aber funktioniert manchmal nicht. Aber im besten Fall stehe ich auf und mache ein bisschen Sport, also zum Beispiel eine kleine Runde laufen gehen. Dann setze ich mich hin und meditiere. Und dann versuche ich zum Beispiel auch ein paar Kleinigkeiten zu lesen. Und dann versuche ich wenn ich zum Beispiel gerade in einer Schreibphase bin, versuche ich dann auch was zu schreiben, weil in der Früh habe ich halt die meiste Konzentration, den meisten Fokus. Und das wäre so mein Morgen-Spirit, die ersten ein, zwei Stunden. Mhm. Und dann versuche einfach das, was mir aktuell am wichtigsten ist, auch vielleicht umzusetzen. Dritte Frage wäre noch, gibt es ein Zitat, das dich schon länger begleitet oder immer wieder in deinem Leben aufpoppt? Der Blick in die Ferne, Stille. Vielversprechend, da kommt sicher was noch. Ja. Die können sie aber auch streichen, einfach die Frage, dann bist du raus aus dem Dilemma. Ich glaube, ich habe nichts. Ich glaube, ich habe da nichts, leider. Also wir halten fest fürs Protokoll, ganz am Schluss noch erwischt. Ja. Sie war schon über die Ziellinie und dann kam der Krakenarm und hat sie zurückgezogen. Ja. Macht nichts, voll gut. Nein, es ist, ich habe ein ganz schlechtes Gedächtnis. Ah ja, okay. Und deswegen merke ich mir, ich bin ganz schlecht bei Namen oder wenn ich auch ein Buch gelesen habe, dass ich dann noch weiß, wie die Protagonisten heißen oder auch jetzt wirklich wortwörtlich Zitate lernen, das kann ich nicht. Mhm. Das heißt, schade. Total nett. Wir haben wieder was gelernt über dich, ist doch schön. Aber ich habe jetzt noch Fragen, die das Leben stellt. Das sind kleine Fragen, Assoziationen. Yoga oder Kickboxen? Oh, beides. Ja, also ich war tatsächlich in meiner Jugend Kickboxerin. Ja. Aber ich mag Yoga auch voll gern. Okay, also, das heißt, du hast dich eigentlich immer schon wahnsinnig sportlich betätigt, gell? Ja. Also viel Bewegung zumindest. Ja, außer Pause in meinen Studienjahren. Aha. Welchen Titel würde deine Biografie tragen? Auch die können wir streichen. Ja, streichen wir die lieber. Okay. Das Erste, was mir, das wäre nur österreichische Antwort, so auch nicht schon wieder. Wie findet man die richtige Antwort? Ja, offensichtlich ganz schwer und gar nicht.
Nein, du bist Wissenschaftlerin und du findest sie schon, aber. Ja, also ich versuche. Also bei mir. Völliges Chaos am Schluss. Komplett jetzt nochmal wrong gehen. Das ist jetzt so true. Ja. Wie findet man die richtige Antwort? Also es ist, glaube ich, wichtig, dass man wie findet man die richtige Antwort, indem man so erstens einmal die Frage genauer beleuchtet. Mhm. Also wir versuchen, also das ist eine wissenschaftliche Antwort, wenn wir können noch keine Antwort fragen, indem wir die Frage nicht gescheit definiert haben und dann durch ständiges Scheitern auch. Also ständiges Scheitern muss akzeptiert sein bei vielen Sachen. Und das ist gerade auch in der Forschung. Wir forschen iterativ, das heißt, wir stellen uns eine Frage, wir versuchen die Antwort zu finden und versuchen dann durch, ja okay, in die Richtung geht es nicht weiter, dann probieren wir was anderes. Also Failure sollte möglich sein, Fehler machen sollte möglich sein. Und so versuchen wir einfach die richtigen Antworten zu finden. Voll gut, super Antwort. Besser als die vorige. Wann hast du das letzte Mal getanzt? Am Wochenende. Ah ja. Mhm. Ah ja, das haben wir im Vorgespräch gesagt, da war ja. Ja, genau, Feierabend. Genau. Und davor, eine Woche davor auf einem Ball. Ah ja. In Wien. Bist du Ballgängerin? Nein. Ah, aber das war so eine Ausnahme. Aber das waren die der Wissenschaftsball in Wien und der Technikerball in Graz. Und das war eigentlich wieder mal schön, jetzt nach der langen Corona-Pause jetzt doch da auch sehr viele Kontakte wieder zu treffen, die man schon so lange nicht gesehen hat. Jetzt muss ich einfach fragen, können Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gut tanzen? Nein. Also ich kann es, ich glaube schon andere. Ich glaube schon andere. Also andere als ich. Also ich es gibt sehr viel Begnadete, also was ich gesehen habe, gibt es sehr viel begnadete Tänzerinnen. Ich kann nicht dazu. Was wärst du als Duft? Endlich Überraschung im Gesicht, ja. Duft, was? Keine Ahnung. Was wärst du als Zahl? Pi? 3,141592 na, ja. Circa. Ja, aber die ersten drei hinter dem Komma haben, glaube ich, noch gepasst. Okay. Das drei fängt es an. Okay, aber das ist eine unendliche Zahl dann praktisch, oder wofür genau, das finde ich total schön, wenn das unendlich ist. Aber du hättest jetzt die 8 nehmen können. Die ja, aber es ist eine kleine Zahl, also ich bin ja nicht so groß. Okay, verstehe. Dafür. Das ist sehr kompliziert heute, der Podcast. Okay. Wie oft war 42 schon als Antwort? 42 leider überhaupt nicht. Wir haben zu wenig Nerds. 42 wäre auch eine Antwort. Ja. Aber. Man muss jetzt auch wieder erklären, Douglas Adams, 42 ist die Antwort auf? Auf das Leben. Die Frage, die Antwort auf die... Nein, Sie wissen die ja Antwort immer. Auf alle Fragen, glaube Sie ich wissen, Sie wissen ja eigentlich gar nicht, was das die Antwort war. Ja. Sie haben die Antwort nach allem gefragt und dann ist einfach 42 gekommen. Übrigens, wenn man Douglas Adams besuchen mag, Highgate Cemetery in London, da ist seine letzte Ruhestätte und da sind ganz viele Coolies dort. Das ist großartig. Also Friedhöfe mag ich auch gern. Das ist was Besonderes. Ja. Das ist wieder so Österreichisches. Das stimmt auch nicht. Also einer meiner Lieblingsfriedhöfe sind Göttingen. Das ist ein sehr schöner Wald. Also auch ein Friedhof. Das heißt, du hängst in Friedhöfen ab in Deutschland, wenn du nicht gerade auf der Uni Das ist, weil ich weiß nicht, ob es so podcast-tauglich ist. Was ist die schönste Frage, die dir je jemand gestellt hat? Ich überfordere dich jetzt komplett. Voll, ich mache es easier. Dinge auf deiner Bucketlist, sagen wir drei. Ich wäre eigentlich voll gern Astronautin geworden, aber ich glaube, der Zug ist altersmäßig abgefahren. Ist es so? Ja, also die Calls sind ja recht selten. Ja, es war letztes Jahr gab es doch so Entscheidungen, oder? Es gibt eine Österreicherin. Ist eine Österreicherin dabei, die, aber glaube ich, Ersatzkandidatin ist für... Ersatzkandidatin, genau, ja. Und du kannst ja auch bei der NASA nicht mitfliegen. Ja. Und es gibt, glaube ich, gerade im Münchner Raum ein oder zwei Kandidatinnen auch. Da bin ich mir ganz sicher eine. Ja. Einen Astronauten haben wir mal kennengelernt. Ja. Ah ja, wirklich? Ja, das war sehr nett. Und das wäre so... Wär so, das wäre toll, aber das ist abgehakt. Aber das ist ja mega Einsamkeit. Du bist ja dann da oben und allein und das würde dich nicht stören, das könntest. Und du könntest auch nicht rumlaufen viel. Also du hättest dann noch
Grenzenplatz. Aber sonst, ich würde auch noch gern eventuell, das ist halt auch ein sehr, sehr weites Ziel, weiß nicht, ob das realistisch ist, aber in meinem Kopf, ich habe gern unrealistische Ziele und ich bin nicht enttäuscht, wenn ich es nicht erreiche. Aber es ist für mich trotzdem immer schön, wo ich weiß, ich kann auf was hinarbeiten, dann ist die Arbeit per se schon das Ziel. Und ich würde schon gerne mal einen richtig hohen Berg besteigen, also vielleicht ein 8000er. Also ist die Frage, wie gesagt, wenn es nicht wird, wird es nichts. Wenn es was wird, ist auch schön. Ja, das ist lieb. Ich hatte die Gerlinde Kaltenbrunner auch schon mal im Podcast. Super, ja. Und also jetzt auch nur zur Erklärung, die hat ja, glaube ich, alle 8000er. Ja, die hat ja auch die Seven Summits und dann aber die zweithöchsten auch gleich alle. Ich glaube, sie war mega genial unterwegs und es war wahnsinnig entzückend, weil so ein wahnsinnig entzückender Mensch ist. Und es ist total schön, wenn man sich gestern trifft, ja. Ja. Und sie hat aber auch Erfahrungen gemacht, weil wir uns da irgendwie so die Frage gestellt haben, was nimmt man wahr vom 8000er oben, wenn man da oben steht? Was macht das mit dir? Und ich glaube, kann man ja nicht nachvollziehen, so das Gefühl, das man da hat, ist, glaube ich, nicht beschreibbar ganz. Es ist was anderes. Ich glaube, vor allem durch den wenigen Sauerstoff, den du in dem Moment hast, sondern die Gedanken, die du hast, sicher nicht beschreibbar. Du bist einfach Romantikerin, ihr Köln, einfach, das kann man festhalten. Okay, letzte Frage. Und das dritte wäre, das kein Gegenteil, also ich würde gerne mein eigenes Spiel einmal rausbringen. Hast du noch kein Spiel? Ich habe sehr viele Spiele, wo ich mitbeteiligt war. Mhm. Aber ich habe aktuell tatsächlich eine Spieleidee, die in meinem Kopf ist, die ich ganz allein, ohne alle anderen, da möchte ich die Musik machen, da möchte ich die Grafik machen. Nochmal zur Erinnerung zum Anfang vom Podcast, ich bin künstlerisch nicht begabt, aber ich würde gerne trotzdem die Story schreiben, ich möchte gerne die Grafik machen und das alles ganz allein machen. Jetzt kann man natürlich, das habe ich nicht verraten, die Johanna spielt auch in einer Band. Ja. Und zwar Klavier. Keyboard? Klavier, ja, Keyboard. Ja, genau. Coinflip Cute. Genau. Und die ist eine Grazer Band. Also Grazer Band, das bringen wir Mitte des Jahres, wenn wir unser drittes Album rausbringen. Ach so. Ja, voll gut. Ja, super. Ja. Und auch Live-Termine? Kann man dich bewundern irgendwo? Normalerweise, also vor Covid, haben wir schon ganz, ganz regelmäßige Termine gehabt. Aktuell, muss ich ganz ehrlich sagen, ist es als Indie-Band nicht so leicht zu spielen. Weil die meisten großen Bands gehen auf Tour. Und da haben sich halt alle gesehen, endlich Konzerte etc. Aber das heißt, es sind alle gerade auf Tour. Mhm. Und zweitens, Location-Service ausverkauft und aktuell ein bisschen schwieriger ist als Indie-Musiker. Es war immer schwierig, aber jetzt ist es gerade besonders schwierig. Mhm. Aber ja, auf jeden Fall, wird dann ab Mitte des Jahres wieder vermehrt, hoffentlich auch in München, aber Konzerte geben. Wo das wäre ja lustig, wenn du in München als Gastprofessor oder als Ersatzprofessor ein Konzert geben könntest. Das wäre total toll. Ja, das wäre schon schön. Da versuche ich gerade noch was zu finden. Wir müssen noch Locations rausfinden für dich. aber ja, okay, die Spiele, die hast du noch nicht verraten. Nein, es ist ein Science-Fiction-Cyberpunk-esque von der Story, Detektivspiel, sehr story-driven und ein Point-and-Click-Adventure. Also ich liebe diese Point-and-Click-Adventures. Muss man jetzt erklären, das ist Monkey Island war Point-and-Click? Monkey Island also und Day of the Tentacle. Genau, das sind so Adventures, wo ich Sachen klicke und die leben von Humor. Das Problem ist halt, den Humor habe ich halt nicht. Das heißt, bei mir muss wirklich eine gute Story sein. Wir steigen einfach jetzt in dem Moment aus dem Podcast und man kann nicht besser raus als so. Vielen lieben Dank für deine Zeit. Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung und für den Besuch in München. Ja, das nächste Mal treffen wir uns dann in Wien unbedingt, wenn du mal da bist. Voll gern, ja. Ich habe jetzt noch einen Buchtipp für euch, für alle, die vielleicht Spiele auch ganz gerne. Es gibt einen Roman von der Gabrielle Servin, glaube ich, heißt die Dame. Morgen, morgen und wieder morgen ist im Eichborn Verlag erschienen. Und ich glaube, du solltest dann auch unbedingt lesen. Da geht es nämlich um ein junges, glaube ich, Game-Designer-Pärchen. Und der wird gerade in Hollywood verfilmt, habe ich mir auch sagen lassen. Also der ist letztes Jahr rausgekommen auf Englisch, dieses Jahr auf Deutsch. Und ja, mal reinlesen für alle, die Games lieben. Da gibt es auch Game-Geschichte ganz viel mit Entwicklern und so weiter. Ich sage danke, Johanna, danke fürs Dasein und fürs Plaudern und alles, alles Gute für dein Jahr in München noch hier. Ja, man sieht sich wieder. Danke und viel Spaß bis zur nächsten Woche. Dankeschön. Baba. Johanna, ich habe da eine imaginäre Zeitkapsel mit. Ich lege die jetzt da vor dich hin. Mhm. Ich mache sie auf. Du kannst da was reinlegen. In 30 Jahren werden wir sie wieder aufmachen. Was würdest du da reinlegen?
Ich glaube, du hast schon gesehen, wie spontan ich mit meinen Fragen sind. Also für die Wissenschaft müssten wir wahrscheinlich eins von diesen Croissants da reinlegen und schauen, was da passiert, wenn das fertig ist. Aber ja, mit Bakterien, Kulturen etc., wer weiß, wie viel anderes Leben wir dann in 30 Jahren machen. Ich mache nie wieder einen Wissenschaftler. Du hast ja nichts erwartet und wirst dennoch enttäuscht. Okay, Sie treffen Johannes nächste Mal auf Stand-Up-Comedy-Abend in München. Ich glaube, das könnte was werden. Okay. Alles Liebe und ciao. Mehr von Carpe Diem gibt es auf Soundcloud, Apple Podcasts, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Wir freuen uns über eure Kommentare und sind direkt über podcast@carpediem.live erreichbar. Das Carpe Diem Magazin erscheint alle 2 Monate. Besucht auch unsere Social Media Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website carpediem.live. Carpe Diem, der Podcast für ein gutes Leben. Nächste Woche Niki Löwenstein im Gespräch mit den ExtremsportlerInnen Katharina Streit und Wolfgang Frankhauser, die im Juni 2023 in einem Ruderboot den Pazifik überqueren wollen. Die Ruderreise geht von Kalifornien nach Hawaii.